Internationale Physik-Olympiade schleudert euch Schülerinnen und Schülern ganz schön schwierige Aufgaben entgegen. Gleichzeitig versucht sie euch zu motivieren, dass ihr euch mit den ganzen Themen beschäftigt. Und ich habe mir gedacht, ich helfe Ihnen dabei ein bisschen, indem ich die Lösung zur aktuellen Hausrunde mal demonstriere. Schauen wir uns also mal die Aufgabe 1 aus der aktuellen Hausrunde 2025 an. Die beschäftigt sich mit dem Bild, das dort auf dem Titel zu sehen ist. Und dort ist eine Glaskugel abgebildet und in der Glaskugel sieht man den Eiffelturm auf dem Kopf, den man im Hintergrund auch unscharf etwa erkennen kann. Die Fragestellung, die dazu gegeben ist, ist die, wie weit ist der Fotograf eigentlich vom Eiffelturm entfernt? Und das Ganze soll ich nicht nur einmal rauskriegen, sondern auf zwei verschiedene Art und Weisen. Und zwar die erste, ohne das Bild im Innern der Kugel zu nutzen. Und die zweite, über das Bild im Innern der Kugel. Dazu sind noch ein paar Daten gegeben. Der Kugeldurchmesser ist 9,5 cm. Und die Information, dass die Kugel zumindest bei achsennahen Strahlen wie eine Linse fungiert. Eine Linse, die Brennweite 7 cm hat. Außerdem noch der Abstand, mit der die Kugel vor die Kamera gehalten wird. Das sind ungefähr 30 cm. Legen wir los. Und zwar die erste Variante, die einfachere ist, ohne das Bild in der Kugel zu berücksichtigen. Und dabei kann man die Strahlensätze nutzen. Und wer jetzt die Strahlensätze gerade nicht mehr so geläufig hat, dem demonstriere ich es nochmal ganz kurz. Das sind eben zwei Strahlen, die von einem Scheitelpunkt S ausgehen. Dazu zwei parallele Geraden. Die Schnittpunkte bezeichne ich mit A, B, C und D. Und dann sagt der erste Strahlensatz folgendes aus. Das Seitenverhältnis der Strecke SB geteilt durch SA auf dem oberen Strahl ist genauso groß wie das Seitenverhältnis der Strecke SD geteilt durch SC auf dem unteren Strahl. Wo es einen ersten Strahlensatz gibt, gibt es auch einen zweiten Strahlensatz. Der sagt dann noch, auch das Seitenverhältnis WD geteilt durch AC ist ebenfalls gleich groß wie die anderen beiden. Statt der Strahlensätze kann man noch Ähnlichkeiten von Dreiecken verwenden. Es läuft im Prinzip mathematisch auf das Gleiche hinaus. Genutzt werden diese Zusammenhänge durch den Jakobstab, den es schon ziemlich lang gibt. Damit kann man nämlich dann entweder Entfernungen oder Größen abschätzen. Der Jakobstab ist ein ganz einfaches Instrument, wo man einen Holzstab horizontal vor die Augen hält und da ist dann ein senkrechter Stab drauf, meistens mit einer Skala dran. Und da kann man aus der Entfernung des vertikalen Stabes und der Höhe, die man daraus abliest, dann zum Beispiel etwa die Höhe eines Gegenstandes in einiger Entfernung bestimmen, vorausgesetzt man kennt diese Entfernung. Und genau das nutzen wir aus. Statt den Jakobstab haben wir die Kugel. Die Kugel, wissen wir, ist 30 cm von der Kameralinse entfernt. Und genau das ist das, was wir jetzt ausnutzen. Ich zeige es euch. Ich habe dann erstmal hier den Eiffelturm hingezeichnet. Der hat insgesamt eine Höhe von 324 Metern. Kann man aber auch ein paar Teilhöhen betrachten. Zum Beispiel die erste Plattform auf 58 Meter Höhe, die zweite auf 116 Meter Höhe. Dann habe ich dort die Kamera, mit der der untere Teil des Eiffelturms fotografiert wird. Und im Bild, im Weg ist die Kugel. Dann führen zwei Lichtstrahlen genau an der Oberkante und an der Unterkante der Kugel vorbei. Und genau diese Lichtstrahlen, die interessieren mich. Wo komme ich da auf den Eiffelturm aus? Ist ungefähr so, wie ich eingezeichnet habe. Denn dann habe ich die Situation, dass ich den zweiten Strahlensatz anwenden kann. Da hinten habe ich eine Linie, deren Länge ich noch ein bisschen abschätzen muss. Die zweite Linie ist der Durchmesser der Kugel, den kenne ich, das ist 0,095 Meter. Und nun gucke ich mal, der untere ist vielleicht so ein bisschen über dem Boden, vielleicht 5 Meter. Und die obere, ja, es liegt ein Stück unterhalb der ersten Plattform bei 116 Meter. Wenn man das so möglichst sorgfältig versucht zu bestimmen, kommt man auf etwa 80 Meter, sodass die hintere Linie eine Länge von 75 Metern hat. Und das ist meine Information, die mir eigentlich reicht, um diesen Abstand D von der Kamera zum Eiffelturm herauszufinden. Denn ich kenne ja den Abstand von der Kameralinse zur Kugel. Und da kann ich den zweiten Strahlensatz nämlich einsetzen. D geteilt durch 0,3 Meter auf den Horizontstrahl ist eben das Verhältnis auch 75 Meter durch 0,095 Meter. Ich multipliziere mit 0,3 Meter, setze alles ein, rechne aus und habe die erste Aufgabe gelöst, sind ungefähr 237 Meter. Die zweite Variante, über das Bild in der Kugel, ist ein bisschen komplizierter. Dazu muss ich wissen, wie Linsenabbildungen funktionieren. Dazu habe ich also erstmal einen Gegenstand und die Größe des Gegenstandes bezeichnet man mit Gegenstandsgröße groß G. Dann kommt die Linse und die Linse hat einen bestimmten Abstand zum Gegenstand und das nennt man Gegenstandsweite. Wie weit ist der Gegenstand von der Linse entfernt und bezeichnet ihn mit klein g. Dadurch entsteht im bestimmten Abstand zur Linse ein Bild, das die Größe groß b hat. Und der Abstand des Bildes zur Linse, also wie weit das Bild entfernt ist, heißt dann eben Bildweite klein b. Wenn man sich nun die Lichtstrahlen vom höchsten und vom tiefsten Punkt anschaut, die durch die Linse verlaufen, dann kann man noch ziemlich schnell erkennen, wie die erste Formel entsteht. Das Größenverhältnis der Gegenstandsgröße zur Bildgröße, genauso wie das Größenverhältnis der Gegenstandsweite zur Bildweite. Und das ist nichts weiter als wieder der zweite Strahlensatz, wobei allerdings dann eben statt Halbgraden hier Graden gezeichnet worden sind. Aber es gibt noch eine zweite Formel, die dir wichtig ist.
Linsen bilden nicht immer scharf ab, sondern meistens sind die Bilder unscharf. Damit ein scharfes Bild entsteht, muss gelten 1 durch f gleich 1 plus g plus 1 durch b. Und jetzt haben wir ein Problem, da taucht noch ein Buchstabe auf, der hier nicht geklärt ist. Das ist die sogenannte Brennweite der Linse. Was ist die Brennweite? Die Brennweite ist abhängig von der Linsenform und besagt nichts weiter, wenn vor der Linse die Lichtstrahlen parallel reinkommen, dann schneiden sie sich hinterher im sogenannten Brennpunkt und der Abstand zwischen der Mittelebene der Linse und dem Brennpunkt, das ist die Brennweite. Warum heißt der Brennpunkt übrigens Brennpunkt? Wenn man jetzt etwa vorstellt, hier das Sonnenlicht, das kommt so parallel zur Erde und dann nehme ich eine Lupe, das ist im Prinzip auch eine Linse, und ich halte jetzt ein Blatt Papier oder ein Stück Holz genau in den Abstand der Brennweite, dann bündelt das ganze Licht dort in einem Punkt zusammen. Und da das Licht von der Sonne eben nicht nur Helligkeit, sondern auch Wärme enthält, kann es da ganz schön heiß werden und schnell zum Entflammen des Materials führen. Ich werde an dieser Stelle nur die Formel benutzen. Wer es ein bisschen genauer verstehen möchte, ich habe vor ein paar Jahren mal 2 Videos dazu gemacht und hochgeladen. Die Videos heißen Bilder aus Licht, weil eben das Licht die Bilder malt. In Teil 1 die Lochabbildung, dabei entsteht die erste Formel. In Teil 2 die Linsenabbildung, dabei entsteht unter anderem die zweite Formel, die ich dort auch herleite, etwa ab der Minute 5:05. An dieser Stelle hier benutzen wir aber die Formeln einfach nur und legen los. Ich möchte gerne die Gegenstandsweite haben, denn das ist ja das, was in der Aufgabenstellung gesucht ist. Das heißt also, es erscheint mir ganz sinnvoll, dass ich die Formel nach klein g auflöse. Jetzt steht klein g im Nenner, das ist ein bisschen blöd, also multipliziere ich erstmal beide Seiten mit g, steht da g durch f ist gleich 1 plus g durch b. So, dann habe ich da noch ein f im Nenner, das will ich da auch mal weg haben, multipliziere ich beide Seiten mit f und dann steht da schon g ist gleich f mal in Klammern 1 plus g durch b. Und die andere Formel sagt mir ja, dass das Verhältnis von Gegenstandsweite zu Bildweite genauso groß ist wie das Verhältnis von Gegenstandsgröße zu Bildgröße. Damit habe ich eine wunderbare Formel gewonnen, mit der ich die Gegenstandsweite herausfinden kann. Denn die Gegenstandsgröße, die kenne ich. Jetzt muss ich mich nur noch ein bisschen mit der Bildgröße beschäftigen. Das wird allerdings ein bisschen komplizierter. Ich zeige euch jetzt warum. Nehme ich also den Eiffelturm wieder. Gegenstandsgröße g. In einem bestimmten Abstand packe ich meine Kugel mit dem Durchmesser d. Und dieser Abstand ist die Gegenstandsweite klein g. Steht auf der anderen Seite ein Bild mit der Bildgröße b im Abstand der Bildweite klein b. Weil jetzt der Eiffelturm in Wirklichkeit so weit weg ist, das Bild ist ja da nicht maßstabsgetreu, kommen die Lichtstrahlen noch nahezu parallel rein. Und deswegen bündeln die sich auch im Abstand der Brennweite und es entstehen scharfe Bildpunkte. Das heißt, die Bildweite ist in diesem Fall dann sehr, sehr genau gleich der Brennweite der Linse. Aber wir müssen aufpassen. Wir schauen ja in einem gewissen Abstand d auf das ganze Bild. Das heißt, wir sehen das Bild gar nicht vor der Kugel, sondern wir sehen das Bild in der Kugel. Und dann ist es noch ein bisschen größer, es ist noch b'. Und das ist die geometrische Konstruktion, mit der wir jetzt fertig werden müssen. Was wir messen können, ist b'. Aus b' können wir b rauskriegen. Und damit können wir dann klein g, die Gegenstandsweite, bestimmen. Fangen wir also an. Da geht wieder der zweite Strahlensatz. In diesem Fall mache ich jetzt mal kurz durch lang, damit die gesuchte Größe im Zähler steht. Das ist leichter umzuformen. Das heißt also b durch b' ist genauso weit wie jetzt diese Strecke hier. Das ist d minus f durch die längere Strecke. Das ist d. Und das kann ich dann umformen nach b, indem ich einfach mal b' rechne. Dann setze ich die bekannten Größen ein. Der Abstand d ist 30 cm gegeben. Die Brennweite ist 7 cm. Kann den Quotienten ausrechnen und weiß, es ist ungefähr 0,77 mal b'. Und damit weiß ich, in welcher Reihenfolge ich lösen kann. Ich bestimme zuerst b', die Bildgröße in der Kugel, und rechne ich mal 0,77, dann habe ich b und das setze ich dann zusammen mit der Gegenstandsgröße oben in die Formel ein und kriege die Gegenstandsweite klein g. Kommen wir jetzt zur letzten Folie. Ich schreibe nochmal die beiden Formeln hin, die ich gleich brauche, und schaue mir das Bild wieder ein bisschen genauer an. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, ich nehme den gesamten Eiffelturm da, aber das ist nicht gut, weil bei dem Text steht, dass die Linsenabbildung dafür mittenstrahlen richtig ist. Das heißt, es wird von der IFO empfohlen, ein kleines Stück aus der Mitte zu nehmen. Die nehmen ungefähr das hier, das heißt so vom Boden bis etwa zur ersten Plattform als Gegenstandsgröße und bestimmen die Bildgröße B' dann in der Kugel, die dazugehört. Und das kann man jetzt ganz stumpf machen, indem man einfach ein Geodreieck oder ein Lineal da drauf liegt und man misst. Das mache ich jetzt auch gerade mal. Das sind so ungefähr 3,6 cm, würde ich sagen. Aufpassen, das ist nicht das richtige B'. Das ist das B' auf dem Foto. Aber das Foto muss ja nicht in der Originalgröße da sein. Deswegen messe ich auch mal den Kugeldurchmesser. Und der Kugeldurchmesser hier, der ist 12,8 cm, sollte aber tatsächlich 9,5 cm sein. Das heißt, in Wirklichkeit ist B' kleiner, und zwar genau verkleinert um das Verhältnis von eben 9,5 cm zu 12,8 cm. Das heißt, ich rechne B' aus, indem ich 9,5 durch 12,8 rechne, mal 3,6 cm und habe die tatsächliche Bildgröße B' im Innern der Kugel von 2,67 cm. Wie gerade gezeigt, kann ich daraus die echte Bildgröße B bestimmen,
0,77 mal 2,67 cm. Das Bild ist 2,06 cm groß. Und dann kann ich das Ganze in die Formel oben einsetzen, nehme alle Zahlen dazu, also Rennweite 0,07 Meter, dann eben die Gegenstandsgröße von 58 Metern und die Bildgröße von 2,06 cm natürlich auch in Metern angegeben, setze alles ein, rechne aus und kriege 204 Meter raus. Und das ist die zweite Lösung. Im Prinzip haben wir alles geschafft. Ich wiederhole nochmal, mit den Strahlensätzen über die Jakobstab-Idee kommen wir auf 237 Meter. Über die Bildgröße kommen wir auf 204 Meter. Das mag bei jedem ein bisschen variieren. Das ist tatsächlich ziemlich empfindlich davon abhängig, was ich gemessen habe. Die IFO gibt freundlicherweise auch an, wie weit sie wirklich entfernt waren. Es sind 225 Meter. Und das streuen zumindest meine beiden Lösungen sehr schön drumherum. Ja, damit ist die erste Aufgabe vollständig gelöst. Ich hoffe, dass ich in Kürze dann auch ein paar Videos erstellen kann zur zweiten, dritten und vierten Aufgabe. Ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg bei der IFO, entweder bei der zweiten Runde oder vielleicht bei der ersten Runde im nächsten Jahr. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.